Sie sind hier, 9. August 2018, 19.22 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Christian Diener gewann mit der Lagenstaffel Bronze. Urheberrecht Getty Images. Bronzenes Ende für die deutschen Schwimmer bei den European Championships in Glasgow. Die Lagenstaffel der Männer setzt sich im Kampf um Platz 3 knapp durch. Die deutsche Lagenstaffel der Männer hat zum Abschluss der Schwimm-EM in Glasgow Bronze gewonnen. Das Quartett mit Christian Diener, Fabian Schwingenschlögel, Marius Kusch und Damian Wirling schlug über 4x100 Meter in 3 Uhr 33 Minuten auf Platz 3 an. Gold ging an Großbritannien vor Russland. Service-Zeitplan, das war ein super geiler Abschluss, freute sich Diener. 8 Medaillen für deutsche Schwimmer mit der Ausbeute von 8 Medaillen, 2x Gold, 2x Silber, 4x Bronze und 33 Finaleinzügen wurde die Bilanz der erfolgreichen Heim-EM 2014 mit Paul Biedermann und Marco Koch überboten. Allein 4x Edelmetall ging auf das Konto des Paares Wellbrock und Sarah Köhler. Service, Medaillenspiegel, Sarah Köhler war nach Silber und Bronze von ihrer dritten EM-Medaille weit entfernt. 2,5 Sekunden war die Frankfurterin über 400 Meter Freistil zu langsam für Bronze, Platz 5 war nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Köhler, war ein Scheißrennen, es war ein Scheißrennen, ich bin gar nicht in die Belastung reingekommen, ärgerte sie sich. Gleich dreimal gab am letzten Tag der Beckenwettkämpfe auf Platz 4 Blech, nur 300stel Sekunden fehlten Aliena Schmidtke im Finale über 50 Meter Schmetterling zu einer Medaille. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ich habe mein Bestes gegeben, sagte die 25-Jährige. Eine halbe Sekunde war Johannes Hinze von Bronze über 400 Meter Lagen entfernt. Das waren 100%. Ich weiß nicht, wo ich noch mehr hätte rausholen können, sagte der 19-Jährige. Mehr als eine Sekunde zu langsam war die deutsche Rekordhalterin Lisa Graf als Vierte über 200 Meter Rücken. Das war nicht ganz das, was ich wollte, gab die Berlinerin zu. Von Sportinformationsdienst.